Diese Objekte weisen wirklich hohe G-Kräfte auf. Vorhin sprach ich von 20.000 bis 30.000 G-Kräften. Wir können mit unseren Anti-Schwerkraft-Druckanzügen maximal 10 G aushalten. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, womit können wir das vergleichen? Das ist wie bei der Beschleunigung, wenn man in einem Auto sitzt und plötzlich beschleunigt, wird der Körper in den Sitz gepresst. Das passiert, wenn man eine Geschwindigkeit von 1000 Stundenkilometer exponentiell mit 30.000 multipliziert. Dann kommt das Blut nicht mehr zum Gehirn und man wird ohnmächtig. Diese Objekte bewegen sich mit solchen Beschleunigungen. Wir können es auch mit einem Video sehen, das erklärt die Situation besser. Ja, so verstehen wir, dass der menschliche Körper in Stücken gerissen werden könnte. Ja, es würde implodieren, genau wie auch das Flugzeug implodieren würde. Schauen wir uns dieses Video an, damit wir es verstehen. Hier ist der Buchstabe G an der Spitze, der jetzt 1.5 ist. In einer Weile wird er näher an 10 sein. Ja, er fühlt sich meiner Meinung nach schlecht. Ja, es fließt kein Blut mehr in dein Gehirn. Er sagt, es geht ihm gut, aber das ist der gleiche Effekt wie bei manchen Fahrgeschäften, wo man am Ende kotzt, oder? Ja, genau. Es geht ihm nicht gut, denn er leidet unter dieser Kraft, die nicht sichtbar ist, aber du siehst, dass es zunimmt. Mein Gott, sogar sein Gesicht wird zu einer Maske. Nun ist er in Ohnmacht gefallen. Ja, er ist nicht einmal bis 8 angekommen. Man verliert also das Bewusstsein. Und senkt man die Schwerkraft, kommt man wieder zu Bewusstsein, weil das Blut ins Gehirn zurückkehrt. Und er hat es nicht einmal gemerkt. Das war erstmal genug. Ich kann bestätigen, dass es ein sehr interessantes Video ist. Vielen Dank, dass du es uns mitgebracht hast. Es hat uns wirklich die Realität, vor der du gesprochen hast, vor Augen geführt. Welche Gehkraft hat der Soldat vor der Ohnmacht erreicht? Waren das 3 oder 4? Nicht einmal 8. Mit den Spezialanzügen kann man höchstens 10 erreichen. Nun, was ich betonen möchte, ist, dass wir es nicht mit irgendwelchem Anfänger zu tun haben, sondern mit Soldaten, die in Schwimmbädern trainiert werden, die körperlich trainiert sind, um auszuhalten. Ein bisschen wie Astronauten, denn sie müssen Überschallflugzeuge fliegen und sie werden körperlich trainiert und auf Drucksituationen vorbereitet. Sogar im Wasser, aber vor allem im Flug, wo es solche Bedingungen auftreten. Wenn also ein trainierter junger Mann in ein paar Sekunden zu endet, wie würde es dir oder mir ergehen? Wir kommen nicht einmal auf 3. Und wie schnell fliegen diese Flugzeuge, haben wir gesagt? Sie erreichen nicht eine G-Kraft von 8 bis 10, sondern 12.000. Und das sage nicht ich. Auch hier haben wir ein Dokument dabei. Wenn du möchtest, könnten wir das einblenden. Das nicht von irgendjemandem erstellt wurde, sondern von einer amerikanischen Non-Profit-Organisation, der SCU. Und eben als Non-Profit-Organisation ist sie nicht von staatlicher Finanzierung abhängig. Sie hat eine eingehende Studie durchgeführt, welche fast 100 Seiten umfasst, über eines dieser 3 Videos, insbesondere das TikTok-Video, das in diesem Video eine Geschwindigkeit von 104.000 Stundenkilometern erreicht. Also eine Geschwindigkeit von 68.000 Meilen gemessen an der amerikanischen Messeinheit und eine Beschleunigung von 12.250 G-Kraft. Diese Geschwindigkeiten können also nicht nur wir, sondern auch unsere Flugzeuge nicht erreichen. Wie ich bereits sagte, bewegen sie sich mit augenblicklicher Geschwindigkeit, sodass sie selbst bei scharfen Kurven mit dieser Geschwindigkeit von 170.000 Stundenkilometer sofort anhalten und in die entgegengesetzte Richtung wieder losfahren. Wir sprechen hier wirklich von Science Fiction.